Nochmal guten Morgen, liebe Sachfreunde. Danke. Sitzen jetzt alle? Ja, also. Ich freue mich natürlich, dass ich Sie hier begrüßen darf. Ich hoffe, dass Sie eine gute Nacht hatten und dass Sie heute wieder eine anständige Partie abgeben. Das ist der innere Frieden für sich selbst. Ich bitte den Klaus Sohlemann hier. Ich möchte dem Klaus Sohle die Möglichkeit geben, für den Förderverein eine Werbung durchzuführen. Ja, guten Morgen, liebe Schachfreunde. Bitte tut mir leid und dankbar, dass ich zwei, drei Minuten Ihnen über den Förderkreis erzählen kann. Der Förderkreis ist inzwischen erwachsen geworden, der wird im nächsten Jahr 20 Jahre. Und wenn wir Glück haben, haben wir dann auch das 800. Mitglied an Bord. Wir sind jetzt bei 775. Die letzten, die jetzt eintreten, kommen in eine große Verlosung um die Nummer 800. Und damit verbunden ist ein riesiger Präsentkorb. Es lohnt sich also, Mitglied zu werden. Ich habe in Dresden einen Satz gesagt, den ich vor uns habe. Und ich möchte ihn hier doch nochmal wiederholen. Wenn wir heute nicht bereit sind, unseren Armen zu helfen, dann werden wir eines Tages auch nicht mehr in der Lage sein, die Reichen zu schützen. Es lohnt sich darüber mal etwas nachzudenken. Ich bitte Sie, werden Sie mitgehen. Im nächsten Jahr machen wir hier unser Jubiläumsturnier. Die Ausschreibung ist ausgelegt. Ich glaube, das ist ein herrlicher Turniersaal und wir werden hier ein tolles Fest feiern. Dazu sind alle Freunde und Förderer des Vereins herzlich eingeladen. Dankeschön. Liebe Schachfreunde, ich möchte Ihnen ganz kurz lassen. Ich möchte euch nochmal bitten, dass ihr ungefähr Bescheid sagt, wer Interesse hat, aber ein zusätzliches Bulletin, damit wir das sowieso mal herstellen müssen. Bis jetzt ist der Abstand ein bisschen mager. Es kriegt ja jede Mannschaft ein Bulletin, aber nur eins. Und wenn ihr vielleicht bei der Frau Bornkamp und ihr sagt, wer großes Interesse hat für die sieben Runden, die noch sind, mit der heutigen, dass wir Bescheid wissen, wie viele die Anklage sind. Ich möchte nochmal auf den bunten Abend am Freitag hinweisen, dass ich bis spätestens morgen Bescheid kriege, welche Mannschaft, welche Teilnehmer sind, damit wir mit vorbereiten können mit der Vorlage mit der Lokalität. So, das wäre eigentlich von meiner Seite alles. Ich wünsche euch auch viel Erfolg bei der nächsten Runde. So. Das Beste kommt immer zum Schluss. Ich darf alle nochmal an die Handys und ähnliche elektronische Geräte erinnern. Bitte ausschalten. Danke. Dann starten wir gleich mal, wenn hier nicht schon mal gedrückt worden wäre. Alles klar. Dann starten wir einfach die zweite Runde. Schwarz, ruhig bitte die Uhr. Startschuss. Thank you.
We'll be right back.